Na gut. Na gut, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht den kriege. Aha. Wow, shit, das tut weh. 10 Kugeln habe ich nur dafür gebraucht, um ihn zu erwischen. So, jetzt renne ich mal schnell hier rein. Und hoffe, dass von oben nicht gerade einer direkt mir entgegenfliegt. Da ist einer. Moment. Wow, versteck dich. Und dann... Das wird vielleicht sogar noch mein Abschuss. Stimmt, Granaten habe ich ja auch noch. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ach, jetzt habe ich nur Assi. Also so unterstützungsmäßig. Autsch. Mist. Das ist natürlich... Sehr schön, da hat ein Sniper ihn gerade voll erwischt. Eigentlich sollte man diese Gleitaktion nicht so lange machen, weil man da sehr schnell drauf geht. Ja, und natürlich auch immer wieder nach oben gucken. 12 zu 12, immerhin etwas, das kann man dann schon mal durchgehen lassen. Wow, 13. Oh, dieser Timber ist nicht schlecht. Das muss man ihm lassen. Spacebar, wo sind Gegner? Oh, ein Glück habe ich dieses Riesen... Nein, verdammt. Ich dachte, er wird da drin bleiben. Man muss mit allem rechnen. So, da ist ein Gegner. Der sieht aus, als würde er vielleicht irgendwo nebenbei ranfallen. Ah, er sucht sich den Gang aus. Ein Glück komme ich gerade fast von hinten, um ihn zu erschießen. Geffy, nicht so intelligent. Erst in dem Loch da zu landen und dann weiterzumachen. Bin ich jetzt eigentlich auf meiner Seite oder auf der anderen? Das weiß man hier nie so genau. Ah, nee, ich bin auf meiner Seite. Ach, den habe ich gerade noch gesehen. Mist. Okay, dafür habe ich den jetzt aber auch auf dem Schirm. Bedeutet, ich weiß, wo er ist. Und dass da einer... Lauf doch. Ach, verdammt. Ich weiß auch, dass hier einer gerade hoch ist. Und der hier unterwegs sein muss. Na, der ist bestimmt hochgerannt. Nee, da ist er erschossen worden. Wow. Und Abgang. Nochmal nachladen. Hier kommt ja so schnell keiner rein normalerweise. Weil das hier eine ziemliche Falle ist. Aha. Mein Lieblingssniper. 25 Kugeln? Oh, mein Lieblings-Lieblings-Sniper mit erweitertem Magazin. Okay, der fällt jetzt runter. Ah. Natürlich ganz genial. Den wollte ich mir gerade holen, verdammt. Wieso schießt ihr den dann ab? So. Dieser Timber kommt immer von hier aus runter. Dennoch sollte man zu der anderen Seite kommen, weil da kommt dann ein Giffy. Giffy. Wie auch immer. Das wird dieser Giffy sein. Weil... Aha. Der da rumgerannt ist. Okay. Das ist ein Gegner. Wow. Und Rückzug. Sprint. Ah, shit, der ist schon weg. Aber ich hatte ihn im Visier.
Da ist einer tot. Da steht einer rum. Auf was zielt der denn? Kann der überhaupt hier... Ach, der zielt hoch. Na, das ist natürlich die Variante, die gut ist. Dass man dann von unten aus Decken nach oben gibt. Positiv, wir geben hier einen Roger ab. Hey, ich hab Assi gemacht. Haha. Also, Assi bekommen. Hier ist gerade irgendwer gestorben, glaube ich. Oder runtergefallen. Ah, verdammt. Habe ich den... Ja, ich habe zumindest noch mal ein paar Kugeln verpasst. 17,5 zu 18. Das ist natürlich jetzt wieder mal... Gerade... Habe ich ein gutes gegnerisches Team. Er lebt immer noch. Mein Gott. Wie viel Leben hat er denn zum Teufel? Den will ich haben. Den will ich haben. Und der rennt hier rum. Das weiß ich. Ha. Geffi. Na, ich dachte, der wird von oben runterschießen. Das ist nämlich die einfachere Variante, weil man nicht so hoch zielen kann, wie man runterzieht. Weil runter kann man fast senkrecht zielen. Hoch nicht ganz. Erst oben der auf der Plattform, wenn er denn dann noch da noch wäre. Na, wo sind die Leute, die ich erschießen wollte, hin? Das ist nervt. Die verschwinden einfach. Da ist auch noch. Ha! Man kann die durch das Gitter erschießen. Das ist ja echt klasse. Das war natürlich jetzt echt Zufall, dass ich das rausgefunden habe. Aber wofür gibt es denn sonst Gitter? Haha, haha. Autsch. Natürlich, gerade immer nachladen. So. Den habe ich gesehen, und zwar auf der Plattform. Und das gibt noch einen zweiten auf der Plattform. So, und hier unten ist auch noch einer rumgelaufen. Gerade eben zumindest. Ich sollte mich hier mal schleunigst entfernen, weil dieser Geffi... Wow, den habe ich erwischt. Geffi. So. Auch noch. Bin ich überhaupt auf der richtigen Seite? Ich habe keine Ahnung. Weil, wenn nicht, dann habe ich hier ein Problem. Rein theoretisch könnte ich die Leute von hier unten aus erschießen, während sie die Treppe runterkommen. Okay. Gut, dass er so viel Munition hat. Jetzt muss ich auch noch nachladen. Verdammt. Nein! Das gibt's nicht. Wie oft habe ich den eigentlich erwischt mit dem Gewehr? Eigentlich müsste der doch mausetot sein. Ach, verdammt, den wollte ich eigentlich haben. Was ist das denn für eine? Boah. Eine Skorpion, noch was. Okay. Jetzt muss ich einfach mal gucken. Und jetzt kriege ich die Waffe nicht mehr zum Test. Mist. Außer ich würde natürlich jetzt gerade wieder an dieselbe Stelle fliegen. Außerdem, da oben schießt einer auf mich. Habe ich einen von denen erwischt? Ich glaube nicht. Ja, mit der Pistole klappt das natürlich nicht. Ich habe keinen wirklich erwischt, was echt scheiße ist im Moment. So, komm schon. Die wollte ich auch schon mal ausprobieren. Sieht nämlich recht cool aus. Hat 30, nur 30 Schuss. Aber ist trotzdem... Oh nee, wie kann das sein? Dreifach Schuss, haut der mich einfach weg. Dafür kriege ich auf jeden Fall nochmal Assi, weil ich den zur Hälfte getötet habe.
Ah, da gibt's diese, jetzt diese komischen Bubble-Teile, wie auch immer. 19 Sekunden halten. Und es gibt Bonus für allen möglichen Scheiß. Da ist einer. Mann, wieso überlebt er so lange? Das ist echt Müll. Ich hole mir mal den hier. Das sollte ich eigentlich einen Moment länger überleben, wenn ich mich dann da unten reinsetze. Im Ernst, mit dem Sniper hier rumstehen und überleben, ist doch echt mal erbärmlich. So, und darüber, 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 darüber. Ja, sehr schön. Hier runter kommt man nicht so gut. Zumindest kaum ohne Verletzung. Doch, man kommt ohne Verletzung runter. Wie cool ist das denn? Vier, drei, drei. Boah. Ah, jetzt ist die Wirkung vergangen von dem Teil. Was natürlich nicht so cool ist, aber wieso auch nicht? Nein! Mann, jetzt habe ich einen. Da kriegt man doch einen zu viel. Immerhin habe ich ein bisschen Assi hingekriegt. Wow, hier sollte man nicht runterfallen. Moment, ich will die Leiter runter. Wow, shit. Okay, das war nicht so gut. Komm schon. Mit der Waffe, die hat 50 im Magazin und ballert die so schnell raus, da guckst, kannst du gar nicht mehr gucken. Im Ernst jetzt. So. Den hole ich mir jetzt gerade mal. Okay. Die tauchen ja andauernd wieder auf. Personal Punkt 1, Team Punkt plus 2. Ah, hab ich den? Ach nö, ich hab nur Assi gemacht. Ja. Und noch einmal. Je länger man hier überlebt, desto cooler wird's. Warte, hier ist irgendwer tot umgekippt. Ja, das dachte ich mir, dass der mich jetzt erwischt. 29,5 zu 30. Naja, nicht gerade gut. Die stellen sich jetzt einfach hinten hin und snipen. Wow, cool. Links müsste einer gelaufen sein. Ich hab ihn doch gehört. Verdammt. Hat er denn angefangen zu gehen oder was? Also so schleichenmäßig. Ich hab doch einen gesehen. Operation Failure. Return to main base. Hä? Wieso haben die anderen gewonnen? Verdammt. So, man. Es gibt Zeiten, da kann man gut spielen. Manchmal kann man nicht gut spielen. Hier habe ich zum Beispiel jetzt mal 2000 Dollar bekommen, wofür auch immer. Und 11 BP-Punkte, Bonuspunkte würde ich mal tippen. Wofür die Bonuspunkte einzusetzen sind? Keine Ahnung. 0,968, das schiebt meine Statistik jetzt nicht so weit nach unten. Prozente bekommen wie sonst was. Jetzt schaltet es automatisch. Ja, also. Oh, ich bin Host, natürlich. Klar, gerade wo ich dann gehen will, ist, bin ich immer Host. Also, wir haben jetzt Airborne Port und KI-Pyramide. Wobei ich sagen muss, dass KI-Pyramide eines der beliebtesten Spiele hier ist. Warum auch immer.